Hallo, ihr Lieben da draußen an euren Monitoren und an euren Handys. Ich hatte ja gesagt, ich habe momentan nicht die Kraft und mir steht nicht der Sinn danach, mit dem Singen jetzt weiterzumachen. Ich hatte euch ja eigentlich eine Geschichte dafür versprochen, aber ich habe jetzt bei mir in meinen Dateien rumgewühlt und habe ein Gedicht von mir gefunden, was ein wenig älter ist. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Ich hab's leider nicht mehr so im Kopf. Und dazu gibt es eine kleine Musik. Habt viel Spaß. Moment. Wach endlich auf. Wie soll ich dem Leben gegenübertreten? Wie stehe ich eines Tages vor meinem Schöpfer da? Mit Wut im Bauch. Mit Trauer im Herzen, mit hilfloser Ohnmacht in meiner Seele. Ich sehe meine Mitschuld an der Zerstörung der Umwelt, meine Feigheit in den Klauen des Löwen, der da Macht heißt. Mit Angst im Herzen, aber offenem Blick erkenne ich die Wellen der Gewalt, die immer näher kommen. Grausame Kriege ziehen durch viele Länder. Haben wir denn nichts dazugelernt? Wacht endlich auf und durchbrecht die Mauer des Schweigens. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Eure Omi Lonni. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, von meinem Mann gibt es etwas Neues. Er ist nach einer längeren Narkose wieder aufgewacht, kann allerdings noch nicht sprechen, dafür ist er zu schwach. Und ich wünsche mir und ich hoffe, dass er in der nächsten Woche, so ich denke Mitte oder Ende der Woche, auf die normale Station verlegt werden kann. Also drückt mir ganz, ganz doll die Daumen. Tschüss, ihr Lieben.